Vielen herzlichen Dank für die netten Worte. Herzlichen Dank, dass ich heute hier sein kann. Freut mich sehr, dass so viele das Thema und wirklich, was ich gehört habe, noch sehr viel mehr das Thema sehr spannend finden, sodass Sie heute hier sein können. Ja, ich versuche, die Frage zu beantworten. Und währenddessen werde ich ein bisschen etwas erzählen über ja nicht die künstliche Intelligenz und die natürliche Dummheit, aber verwandte Themen. Und das aus dem Bereich der Neurorobotik, das ist also mein Forschungsbereich. Was machen wir dort? Es geht darum, den Begriff Intelligenz eben nicht allein auf das Gehirn zu reduzieren. Das macht aus, ich bin Robotiker, aus meiner Sicht keinen Sinn. Und es gibt aber auch viele andere Leute aus anderen Disziplinen, die sagen, ein Gehirn für sich alleine ist gar nicht intelligent. Denn Intelligenz definiert sich über das Verhalten. Das heißt also, dieses Gehirn muss in einen Körper gesteckt werden und dieser Körper muss in einer Umgebung interagieren. Nur dann können wir sinnvoll sagen, ja, also das ist jetzt Verhalten, was ich intelligent nennen möchte. Und wir nähern uns diesem ganzen Fragenkomplex dadurch, dass wir zum einen sagen, wir bauen das, wir versuchen das nachzubauen oder auch anders zu bauen. Und das wird uns hoffentlich viel dabei helfen, etwas darüber zu verstehen, wie wir Menschen und auch andere Spezies intelligentes Verhalten hervorbringen. Aber wir machen das eben auch und vielleicht sind ja Neuroautos eines der zukünftigen Entwicklungen. Autos sind ja aus unserer Sicht auch nur Roboter. Und wir betreiben also auch diese Art von Forschung, weil wir einen substanziellen Beitrag leisten möchten für Roboter, die doch deutlich intelligenter sind als das, was uns heutzutage so begegnet. Ich möchte kurz dieses Gebiet Neurorobotik einführen. In diesem Bereich geht es nicht darum, dass man Roboter nimmt und sie versucht, in dem Bereich der Neurowissenschaften nutzbar zu machen. Also nicht so etwas wie roboterunterstützte Neurosurgery, sondern es ist der andere Weg. Also man geht von den Neurowissenschaften hin in den Bereich der Robotik. Man lässt sich inspirieren davon, was wir über das Gehirn bisher wissen und versuchen, das zu transformieren, nutzbar zu machen für künstliche Systeme. Das kann man sich so aufgegliedert vorstellen. Neurorobotik als ein Teilbereich der bio-inspirierten Robotik. Da gibt es eine ganze Reihe von Bereichen, wo man eben hingucken kann und sich inspirieren lassen kann bei dem Bau von Robotern, von intelligenten Systemen. Das geht los bei bio-inspirierten Sensoren und da gibt es eine ganze Menge. Da gibt es also künstliche Sehsysteme, künstliche Hörsysteme, künstliche Haut, künstliche Schnurhaare. Und so weiter. Das Gleiche auch auf der Aktuatorik-Seite, also auf dem Bereich der Motorik, gibt es Roboter im Wasser, Roboter in der Luft, Roboter auf dem Land und überall bei diesen hier gezeigten Beispielen versucht man sich eben auf der einen oder anderen Weise von der Bewegung von biologischen Spezies inspirieren zu lassen bei dem Bau von diesen Systemen. Energetische Autonomie ist auch ein interessantes Thema. Und da gibt es recht verrückte Beispiele, wo Roboter Insekten einfangen und daraus Energie erzeugen. Also nicht jeder Roboter muss, ich weiß nicht, wer einen Staubsauger-Roboter zu Hause hat, die müssen dann ja immer wieder andocken an der Steckdose. Muss nicht jeder Roboter, das ist auch ein Forschungsbereich. Es gibt noch ein paar andere, darunter eben auch welche, die sofort ethische Fragen aufstellen, wie diese hier aus dem Bereich der biohybriden Roboter, wo man also biologische und technische Systeme miteinander verschaltet. Schwarmrobotik ist auch ein interessantes Gebiet, weil man sieht, dass eben viele Spezies der gleichen Art zusammen interessante Verhaltensweisen hervorbringen. Also so ein ganz großes Repertoire tut sich da auf, wenn man einen Blick darauf wirft, was passiert da alles im Bereich bioinspirierte Robotik. Und Neurorobotik ist da jetzt eben eines davon, wo man, wie das Wort suggeriert, eben guckt, was sind die Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften. Diese bioinspirierte Robotik ist ein Teilgebiet der Bionik
Und man kann auch einen anderen Weg gehen, nämlich von der Bionik zu der Neurobionik und landet dort bei der Neurobotik als Spezialisierung. Unter Neurobionik fallen so Sachen drunter wie Prothesen für das Auge oder für das Ohr. Da war man in den letzten Jahren ja sehr erfolgreich und kann also Leuten mit Makuladegeneration zum Beispiel wieder ansatzweise zum Sehen verhelfen, aber auch Ankopplungen von Nervenzellen auf Silikon fallen hier runter und der Bereich Neurorobotik. Dieser Bereich Neurorobotik ist wirklich ganz besonders spannend zurzeit, weil das sieht man zum Beispiel, wenn man die Publikationen anschaut, die sich in dem Bereich veröffentlicht wurden in den letzten Jahren, dann sieht man, also hier gibt es einen ganz starken Anstieg und der setzt sich weiter fort. Ein weiteres Indiz ist, wenn man schaut, Open Access Journals im Bereich Robotik, also Journals, wo jeder Zugriff drauf hat, die man umsonst herunterladen kann, dass das Journal mit dem höchsten Impact Factor, also das ist so eine Zahl, man mag sie mögen oder nicht, sie ist in der Wissenschaft wichtig und sie gibt also die Bedeutung einer Fachpublikation an. Und das führende Journal im Bereich Robotik, Sie werden es vielleicht schon erraten haben, trägt das Wort Neurorobotik im Namen. Das ist also Frontiers in Neurorobotics. Und ich bin da einer der Mitherausgeber. Und das können Sie also auch als Einladung verstehen, wenn Sie das ein bisschen mehr über dieses Thema erfahren wollen, dann können Sie dort mal auf die Seite gehen. Alle Artikel kann man sich frei herunterladen, dann gewinnt man einen zusätzlichen Einblick. Warum ist das jetzt so ein aufstrebendes Gebiet? Als Antwort dazu oder als eine Teilantwort zumindest habe ich Ihnen ein Video mitgebracht, das ich jetzt starten möchte. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Dieses Video oder die ganzen Ausschnitte, die hier zusammengefasst sind, wurden gedreht bei einem Robotikwettbewerb in den USA und nicht irgendein Wettbewerb, sondern der Wettbewerb in den USA, wo die besten humanoiden Roboter aus der ganzen Welt zusammenkommen. Und die müssen da also eine Reihe von Aufgaben erfüllen. Die Aufgaben klingen jetzt recht einfach. Jedes kleinere Kind kann das problemlos machen. Aus dem Auto aussteigen, ein paar Treppenstufen hoch und dann einen Türgriff runterdrücken. Ja, was man sagt, also so what? Und das sind jetzt Ausschnitte, die wurden eben gedreht auf diesem Wettbewerb. Und wie gesagt, also das sind die besten humanoiden Roboter aus der ganzen Welt. Ja, also man sieht, es gibt noch jede Menge zu tun. Das funktioniert noch nicht so gut und das liegt vielleicht nahe, zumal eben kleine Kinder diese Aufgaben problemlos lösen können, dass man mal genauer hinschaut, ja, wie machen wir Menschen es, wie schafft es unser Gehirn, unseren Körper so scheinbar mühelos zu steuern und die solche Aufgaben durchzuführen. Ich zeige so ein Video auch immer ganz gerne den Leuten, die so erschrocken sind, weil sie auf dem Zeitschriftenkiosk am Flughafen sieht man jede Woche ein anderes Journal, das Titelstories hat wie diese hier. Ja, also die Roboter stehen anscheinend kurz davor, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Wir werden alle versklavt. Und wenn man das vergleicht eben mit den Robotern, die wir tatsächlich haben, dann hat man das Gefühl, man muss sich jetzt gar nicht so ganz schlimme Sorgen machen. Ich glaube, ich will das gar nicht kleinreden, ich glaube, diese Sorgen sind berechtigt. Ich glaube nur, aber dazu komme ich dann später noch. Ich glaube, wir machen uns um die falschen Systeme Sorgen. Wir sorgen uns nämlich hier, dass Roboter, wo halt künstliche Intelligenz sehr sichtbar ist, sehr greifbar ist, da machen wir uns Sorgen. Und all die künstliche Intelligenz, die in unseren Hosentaschen stecken, die wir tagtäglich benutzen, die nehmen wir kaum wahr. Und dort, denke ich, liegen die weitaus größeren Gefahren. Gut, hier nochmal zusammengefasst, der Bereich Neurorobotik, warum machen wir das? Wir machen das einerseits eben, um das Gebiet der Robotik voranzubringen, um die Systeme intelligenter zu machen, mit Hilfe von Einsichten aus der Gehirnforschung. Wir machen das aber auch, weil wir uns für die Neurowissenschaften selber interessieren, denn mit diesem Ansatz können wir Gehirnmodelle testen. Wir können Gehirnmodelle, die auf der ganzen Welt seit vielen, vielen Jahren gebaut
werden, also programmiert werden, auf Basis von vielen, vielen neurowissenschaftlichen Daten, die können wir erproben, die können wir testen, indem wir diese Gehirnmodelle mit Modellen von Körpern verbinden und diesen Systemen Tests unterziehen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf dem Bereich des Lernens. Und wir haben es ja auch vorhin gehört und die meisten werden darüber auch bereits etwas gelesen oder gehört haben. Deep Learning ist gerade die ganz große Nummer, jeder spricht darüber. Es ist vielleicht aber eher erstaunlich, dass diese Systeme so gute Erfolge erzielen, denn sie haben ganz, ganz wenig damit zu tun, wie wir im Gehirn, wie unsere Gehirne Informationen verarbeiten. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, es ist noch viel mehr zu erwarten, wenn wir tatsächlich ein bisschen genauer hingucken oder Verfahren entwickeln, die deutlich dichter dran sind, die biologisch plausibler sind, als die Lernverfahren, die zurzeit eingesetzt werden. Und es gibt eine ganze Reihe von Unterschieden. Die Folien sind jetzt auf Englisch. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Die Tonspur ist ja auf Deutsch. Eine ganze Reihe von fundamentalen Unterschieden, wie diese Lernverfahren funktionieren und wie unser Gehirn funktioniert. Das eine ist, die allermeisten Systeme funktionieren bottom-up. Das heißt also, man kippt dann gewaltige Mengen an Daten hinein und dann sorgt das Lernverfahren dafür, dass nach einer bestimmten Zeit das gewünschte Resultat herauskommt. Gehirne funktionieren da dramatisch anders. Jede Verbindung sozusagen von unten, also von den Daten über die Sensoren, über einfache Verarbeitungsareale zu immer komplexeren Arealen. Überall, wo es eine Verbindung nach oben gibt, gibt es auch eine Verbindung nach unten. Und manchmal ist das sogar die wichtigere. Und da habe ich dann nachher auch noch ein Beispiel dafür. Ein weiterer Punkt ist das generelle Setup von solchen Lernverfahren. Man braucht ja in der Regel Millionen von Trainingsdaten, damit diese Systeme erfolgreich sind. Die Lernverfahren sind in ihren Grundzügen ja bekannt seit den 80er Jahren. Und nur jetzt, es gibt natürlich auch Verfeinerungen in den Algorithmen, aber im Wesentlichen beruht die Performance von den jetzigen Deep Learning-Verfahren nicht so sehr auf den theoretischen Grundlagen, auf dem Algorithmus, der dort verwendet wird, sondern auf der Tatsache, dass jetzt Millionen von Trainingsdaten zur Verfügung stehen und dass diese in vernünftiger Zeit verarbeitet werden können, weil einfach Rechenpower sehr günstig geworden ist. Wir Menschen dagegen können, wenn es auf Amt kommt, von einem einzigen Trainingsbeispiel lernen. Ja, also radikal anders. Es gibt ganz, ganz verschiedene Lernverfahren, die bei uns Menschen noch bei anderen Spezies zum Tragen kommen. Und da gibt es also noch sehr, sehr viel mehr zu explorieren, nutzbar zu machen. Ein kleines Beispiel von einem der besten Lernverfahren, die Aufgabe hatten, Bilder zu klassifizieren. Man sieht also auf der ganz linken Spalte, sieht man Bilder, also ein New Yorker Schulbus und so weiter. Die wurden von dem System korrekt erkannt. Und dann machen Wissenschaftler etwas Gemeines. Sie ändern das Bild auf eine gewisse Art und Weise, die für uns Menschen gar nicht sichtbar ist. Das sind nämlich die Bilder dann zwei Spalten weiter. Aber das System kommt komplett durcheinander, ist nicht in der Lage, auch dann oben rechts diesen gelben Schulbus als solchen zu erkennen. Ist ein Hinweis darauf, dass unsere Gehirne tatsächlich da irgendwie ganz anders funktionieren. Wir erkennen ja noch nicht mal den Unterschied. In der Mitte ist der übrigens angegeben und der wurde auch noch künstlich verstärkt, damit man überhaupt irgendetwas sieht, damit sie mir glauben, dass diese Bilder tatsächlich verschieden sind. Oder anderes Beispiel rechts, Bilder, wo wir sagen würden, dass es so ein Bild nach Sendeschluss, zur Zeit, als es noch einen Sendeschluss gab. Und das System, das also da ansonsten extrem erfolgreich ist,
sagt, also da bin ich mir ganz sicher, das ist dieses und jenes Tier, wo wir uns wundern, ja, Moment mal, was ist denn da passiert? Und da gibt es eine ganze Reihe von mehr Beispielen, also diese Deep Learning Verfahren, die machen super tolle Sachen, keine Frage, aber irgendwas scheint da doch fundamental anders zu sein und man kann sie eben einfach austricksen. Jetzt einerseits durch so geschickte Bildmanipulation, aber, und das ist eine Studie, die kam jetzt vor ein paar Wochen, da haben Leute Verkehrszeichen überklebt. Also ich weiß nicht, wie das in Stuttgart ist, aber in Berlin sieht man sowas ja öfter. Verkehrszeichen werden also überklebt und wir haben damit in der Regel keine Probleme. Ja, wir sehen trotzdem, das ist ein Stoppschild. Aber dieses System, und das war eines, was in Autos bereits eingesetzt wird, das erkennt das nicht mehr als Stoppschild, sondern als ein Zone-30-Schild. Und das nur, weil eben so ein paar Aufkleber obendrauf sind. Das heißt also, das ist durchaus etwas, was relevant ist, wo man gerade eben im Themenbereich autonomes Fahren, wo es sich lohnt, nochmal zu gucken, wie können da vielleicht biologisch inspiriertere Verfahren helfen. Denn diese Deep Learning-Verfahren, ich weiß nicht, ich habe verstanden, Sie haben einen sehr verschiedenen Hintergrund, ist eine extreme Abstraktion von einem von tatsächlichen biologischen Neuronen. Also ein Neurowissenschaftler würde das gar nicht wiedererkennen als ein neuronales Netz, weil es eben eher eine Karikatur ist. Es ist so extrem versimplifiziert. Und da ist eben die Hoffnung da, wenn man da ein paar Schritte weitergeht, biologisch plausiblere Repräsentationen entwickelt, dass man nicht diese Probleme hat oder auch schneller zu Resultaten kommt mit weniger Lernbeispielen und so weiter. Gut, aber noch sind wir nicht so weit beim selbstfahrenden Auto. Was wir aber schon haben, und das war eine Meldung vor ein paar Wochen, ist dieses hier, der selbstfahrende Hausschuh. Das ist auf Wired erschienen, das ist keine Satirezeitschrift, sondern das ist eher eine Zeitschrift für Nerds, die also immer über die aktuellsten Entwicklungen berichtet. Ja, und jetzt haben wir also hier, so schaut er aus, der selbstfahrende Hausschuh. Ich möchte ein kurzes Experiment mit Ihnen machen, um zu demonstrieren, was ich gesagt hatte über diese gegenseitigen Verbindungen in unserem Gehirn. Und dazu würde ich Sie bitten, sich dieses Objekt da oben anzuschauen. Das habe ich aus einem größeren Bild rausgeschnitten, so ovalförmig. Und es ist ein bisschen unscharf, aber vielleicht haben Sie trotzdem eine Idee, was dieses schwarze, bisschen unscharfe Objekt sein könnte. Gibt es da vielleicht Vorschläge? Ein Hammer, ein Vogel, ein Nagel, ja. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen bereits gehört, können Sie mir glauben. Was ich jetzt machen werde, ich füge Kontextwissen hinzu. Das heißt also, ich sage Ihnen oder dem Roboter, der Roboter weiß, wenn er dieses Objekt sieht, wo er sich befindet. Ja. Und Sie befinden sich in einem Badezimmer. Ein Föhn, vielen Dank. Genau. Jetzt sagen wir auf einmal, es ist ein Föhn und würden jetzt gar nicht mehr auf die Idee kommen, hier einen Vogel zu vermuten. Ja. Man mag jetzt vielleicht da sogar den Schalter erkennen, wo man den Föhn an- und ausknipst oder diese Heißluftstufen einstellt. Und das nur, weil wir zusätzlich zu diesem unscharfen Objekt, das es zu identifizieren galt, Informationen erhalten haben, wo wir uns befinden. Ist ja eigentlich seltsam, aber ist eben genau die Konsequenz von diesen sogenannten Top-Down-Verbindungen. Denn wir haben gelernt, wir waren schon in verschiedenen Räumen, wir haben schon mit verschiedenen Objekten in unserem Leben hantiert und wir wissen, dass bestimmte Objekte mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in gewissen Räumen anzutreffen sind und andere eben nicht. Die Wahrscheinlichkeit, einen Vogel in einem Badezimmer anzutreffen, ist wahrscheinlich nahe null, einen Föhn dagegen recht hoch. Und diese Sorte von Weltwissen, also die wahrscheinlich Auftretenswahrscheinlichkeit von Objekten in Räumen oder auch von Teilen von Objekten, diese Auftretenswahrscheinlichkeiten, diese Art von Weltmodellen führt dazu, dass wir, sobald wir diese Information haben, wie hier ein Badezimmer, dass die Identifikation von einem unscharfen Objekt extrem vereinfacht. Wir bekommen das gar nicht mit. Wir bekommen das gar nicht mit, außer eben man macht solche kleinen Experimente mit uns. Und hier ist noch ein zweites Bild, das ist
jemand hatte Hammer gesagt, das ist also so eine Werkbank mit Schraubstöcken und allerlei anderem Gerät. Und da liegt jetzt noch so ein Objekt. Und wenn ich da die Leute frage, was ist das, dann sagen die meisten, es ist eine Bohrmaschine. Der Witz ist jetzt natürlich, dass diese beiden Objekte identisch sind. Das heißt also, nur aufgrund der Bottom-up-Informationen, die auf meine Retina trifft und dann immer weiter verarbeitet wird, sind diese Objekte gar nicht voneinander zu unterscheiden. Wir machen das, uns ist es gar nicht bewusst. Und das funktioniert dadurch, dass wir eben eine große Hierarchie in unserem Gehirn haben, wo eben verschiedene Aspekte von visueller, aber auch anderen Informationen verarbeitet werden. Und das sieht dann so aus, also recht kompliziert. Das sind alles jetzt Areale, also das heißt Gehirnbereiche, die mit visuellen Informationen weiterverarbeiten. Und man hat fast den Eindruck, dass jeder mit jedem verbunden, das ist nicht der Fall. Es sind ungefähr ein Drittel aller Verbindungen realisiert. Und das Wichtige hier ist aber, überall, wo es eine Verbindung gibt, und unten ist die Retina, also der Augenhintergrund, und dann gibt es da eben die einzelnen Verarbeitungsstufen bis hin zum HC, es steht für Hippocampus. Überall, wo es eine Verbindung von unten nach oben gibt, gibt es eben auch die Verbindung zurück, und die führt eben zu solchen Effekten wie diesen, dass Kontext hilfreich ist bei der Information von Objekten. Gut, wenn man jetzt ein bisschen genauer in das Gehirn hineinschaut, also wir haben uns interessiert meistens der sogenannte Cortex. Das ist eine sechslagige Schicht von Nervenzellen überall in unserer Großhirnrinde. Und wenn man durch diese sechs Schichten so durchsticht, also keine Angst, spezieller wird es jetzt nicht, dann kommt man zu etwas, was Neurowissenschaftler die kortikale Kolumne nennen. Diese kortikale Kolumne besteht so aus etwa 10.000 Nervenzellen, und die sind in einer gewissen Art und Weise verschaltet. Das Interessante ist, dass man nun diese sogenannte kortikale Kolumne überall findet, überall im Kortex. Vollkommen egal, ob die Stelle vom Kortex mit visueller Information vertraut ist oder ob das ein Kortex-Areal ist, das akustische Informationen verarbeitet, oder ein Areal, was dafür zuständig ist, dass ich meine Hand bewegen kann. Überall sieht man diese grundlegende Struktur mit Variationen, aber in erster Näherung findet man das überall. Und das ist, weil vorhin war der Vergleich Gehirn und Computer. Also ich finde diesen Vergleich sehr schwierig, und ich glaube, er hat vielleicht Wissenschaft auch lange Zeit behindert. Es ist ja so ein Phänomen, dass man immer das technisch irgendwie fortschrittlichste Gerät mit dem Gehirn vergleicht. Das war mal der Webstuhl oder die Uhr. Jetzt ist halt schon seit einer ganzen Weile der Computer. Aber wenn wir einen Computer aufmachen, dann können wir sofort, also je nach Vorerfahrung, gewisse Bestandteile identifizieren. Es ist nicht so, wie eben sich das für den Neurowissenschaftler darstellt. Wenn der das Gehirn öffnet, dann sieht er überall diese kortikale Kolumne, überall, egal was an der Stelle gemacht wird. Und das hat eben bei der Anlass, weshalb sich Wissenschaftler darauf gestürzt haben, jetzt diese Struktur ganz, ganz detailliert zu erforschen und in Simulationen zu übertragen. Das sieht man jetzt hier auf der rechten Seite. Das ist schon ein bisschen her, aber es hat damals several days gedauert, auf einem damals sehr, sehr schnellen Rechner auszurechnen, wie dort die Informationsverarbeitung passiert. Das sind extrem detaillierte Modelle, also es ist ungefähr genau das Gegenteil zu dem, was man typischerweise sieht bei diesen Deep Learning Netzen. Und diese Arbeiten, also hier wurde simuliert mit einem Detaillierungsgrad bis hin zu den einzelnen Transmittern, die eben Informationen übertragen von einer Nervenzelle zur nächsten. Und das war so ein bisschen der Vorläufer von dem Projekt, in dem ich jetzt bin. Das ist dieses Human Brain Project, wo wir den Bereich Neurorobotik leiten. Das ist also ein Riesenprojekt, hat vor ungefähr 4 Jahren wurde das Projekt ins Leben gerufen mit Labs ganz verteilt über ganz Europa mit einer sehr starken deutschen Präsenz.
Und das ist so eines der vielleicht eher seltenen Beispiele aus letzter Zeit, wo Europa die Ersten waren, die ein Projekt in der Größenordnung und mit der Thematik vorgeschlagen haben. Die Amerikaner haben dann 3 Monate später ganz schnell hauruck nachgezogen und haben ihre eigene Gehirninitiative ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es ähnliche Initiativen mit ein bisschen unterschiedlichem inhaltlichen Schwerpunkt in Japan, in China. Und das Human Brain Project war in der Hinsicht ein bisschen der Vorreiter. Das Projekt ist riesig, deshalb kann man mich vielleicht dann gerne nachher fragen zu dem Projekt. Ich möchte mich auf den Teil eben Neurorobotik fokussieren, weil auch das ist schon recht groß und wir haben schon einiges dort erreicht. Unter anderem diese sogenannte Neurorobotik-Plattform. Das ist eine Simulationsplattform. Und ich erkläre das deshalb auch ein bisschen ausführlicher, weil wir machen das nicht, weil wir das selber so spannend finden, sondern wir machen das, weil wir andere Wissenschaftler, die brauchen gar nicht in dem Projekt sein, die können irgendwo, können auch außerhalb Europas sein, können auch in einer Firma arbeiten, weil wir denen ein Tool zur Verfügung stellen möchten, mit denen sie Experimente durchführen können. Denn nicht jeder hat ja einen gehirninspirierten Roboter bei sich im Labor stehen, aber jeder hat einen Webbrowser und kann sich einloggen auf dieser Plattform und kann sogenannte In Silico-Experimente durchführen. Hier sieht man also in Simulation verschiedene Roboter, Standard-Industrieroboter, humanoide Roboter. In der Mitte auch ganz einfache hat man gesehen mit 4 Rädern. Also eine Idee dabei ist eben auch ein Tool zur Verfügung zu stellen für Neurowissenschaftler, die ihre Experimente, die sie in vivo durchführen, dann auf dieser Plattform in silico durchführen können, auch zur Validierung. Man kann dann ja die Ergebnisse aus dem Tierversuchsexperiment vergleichen mit denen, die auf Superrechnern gerechnet wurden. Das kriegt man als Benutzer gar nicht mit, man loggt sich nur ein. Wir haben versucht, alle Tools so zu gestalten, dass sie auch ohne Informatik-Hintergrund bedienbar sind. Und das sieht man jetzt zum Beispiel hier. Ich will das nur anspielen und man kann sich das dann auf unserer Webseite genauer anschauen, wenn man daran interessiert ist. Also es gibt Tools, in denen kann man Roboter bauen. Man kann sich nicht nur selber Roboter bauen. Wenn man sich keine Roboter bauen möchte, dann nimmt man die wir sozusagen schon vorkonfiguriert zur Verfügung stellen. Was man dann noch braucht, ist, diese Roboter müssen ja eben situiert werden. Das heißt also, sie brauchen ein Habitat, eine Umgebung, in der sie interagieren können. Und da kann man eben verschiedene Räume gestalten. Das ist so ein bisschen wie bei IKEA, wenn man da den Küchenkonfigurator nimmt. Ja, also man kann hier, in der Mitte sehen wir einen humanoiden Roboter und der kriegt jetzt also ein Zuhause. Und das sieht dann zum Beispiel dergestalt aus, wie jetzt hier dargestellt. Ein humanoider Roboter, mit dem wird gerade ein Versuch durchgeführt. Er schaut auf Monitore, dort werden Stimuli präsentiert, also ähnlich wie man sogenannte psychophysische Experimente mit Menschen macht. Da bekommt man auch, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal an so einem Versuch teilgenommen hat, ich habe das als Student gerne gemacht, da hat man 10 D-Mark in der Stunde bekommen und hat ein bisschen was über Wissenschaft gelernt. Da bekommt man Stimuli präsentiert, man muss in irgendeiner Art und Weise reagieren, typischerweise entweder links drücken oder rechts drücken. Solche Versuche werden jetzt hier auf dieser Simulationsplattform auch mit simulierten Robotern durchgeführt. Die haben ja ein simuliertes Gehirn und sie schauen auf diese natürlich simulierten Monitore, wo diese Stimuli laufen. Und das Schöne ist, dass man sozusagen in das Gehirn gucken kann. Man kann sich das eben visualisieren und das ist auch gemacht. Da ganz auf der linken Seite sieht man, wie Zellen auf eher niedrigen Informationsverarbeitungsstufen reagieren. Die detektieren also die Kanten von den Objekten, die der Roboter auf dem Bildschirm sieht. Auf höheren Stufen werden dann eben komplexere Eigenschaften, komplexere Feature analysiert. Und auch das kann man sich hier eben darstellen. Gut,
Das ist also alles verfügbar auf der Website. Und ich, um es nochmal klar zu sagen, ich erzähle darüber jetzt nicht, weil das Projekt ist ein Projekt, an dem ich arbeite, sondern weil es eben Tools sind, die zur Verfügung gestellt werden, die jeder benutzen kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Ist also auch irgendwas Richtung Demokratisierung von Forschung, hilft vielleicht auch, Ängste abzubauen, weil man kann eben neuronale Modelle nehmen und selber damit ein bisschen experimentieren. Es ist dann nicht mehr dieses geheimnisvolle künstliche Intelligenz. Das interessiert uns also sehr, simulationsbasierte Neurorobotik, aber wir bauen auch gerne selber Roboter. Und das hier ist jetzt so ein Beispiel von einem sogenannten anthropomimetischen Roboter. Man sieht, der schaut jetzt ganz anders aus als so Standard-Industrieroboter, sondern ist eben inspiriert an der Anatomie des Menschen. Also es gibt ja künstliche Gelenke, künstliche Muskeln, Sehnen. Und da werden dann eine Reihe von Experimenten durchgeführt. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen. Wir nehmen ein Gehirnmodell, in dem Fall des Kleinhirns, das sitzt hier hinten, ein vereinfachtes Modell, das programmieren unsere fleißigen Studenten auf sogenannter neuromorphe Hardware. Neuromorphe Hardware ist ganz spannend, ich glaube auch für den Automobilbereich, denn hier geht es um ganz neue Computerarchitekturen, die den großen Vorteil haben, dass sie einen sehr, sehr niedrigen Energieverbrauch haben. Darauf laufen also jetzt diese Algorithmen, dieses Kleinhirnmodell, und damit wird so ein anthropometrischer Roboterarm angesteuert. Und das eben sowohl in Simulation, oben links dargestellt, als auch eben der reale Roboterarm, der bei uns auf dem Tisch steht. Diese neuromorphe Hardware ist in der Tat sehr interessant. Das ist ein sogenanntes Spinnaker Board für die Fachleute. Wir hatten die kleinste Ausbaustufe sozusagen benutzt für unser Gehirnmodell, aber mittlerweile können diese Chips, diese Boards zu sehr, sehr großen Systemen zusammengebaut werden. Und ich habe mal unten die Spezies da hinzugefügt, je nach Gehirngröße. Wir sind nämlich inzwischen in der Lage, so große neuronale Netze zu simulieren, wie die Maus Neurone hat. Das ist also inzwischen bereits möglich. Und das sind jetzt nicht diese beliebten künstlichen neuronalen Netze, wie sie bei Deep Learning-Verfahren angewandt werden, sondern sind sogenannte spikende neuronale Netze, die ein Stück zumindest dichter dran sind an richtigen biologischen Neuronen. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt so weit ist, ein Mäusegehirn simulieren zu können oder auch nur ansatzweise verstanden zu haben, aber die Technik ist da. Die Compute Power ist da mit dieser eben dedizierten sogenannten neuromorphen Hardware, und das Gehirn von einer Maus unterscheidet sich dann nur noch um den Faktor 1000 von einem menschlichen Gehirn. Also das ist tatsächlich in Reichweite. Ich habe den Energieaspekt gerade genannt, der ist hier unten dargestellt. An den wird oft nicht gedacht, wenn es darum geht, was können wir vom Gehirn lernen, wie können wir Verarbeitungsprinzipien, Erkenntnisse aus der Neurowissenschaften übertragen. Auf der Folie hier sind so die üblichen Verdächtigen dargestellt, dem einen oder anderen kommt das mit Sicherheit bekannt vor. Es gibt ja zum Beispiel diesen Effekt, dass wir haben vorhin auch eine Weile gebraucht, bis mit diversen Laptops, bis das hier alles so lief, wie es sollte. Wenn man bei einem Rechner oder bei diesem Gesamtsystem jetzt irgendwo ein kleines Kabel durchtrennen würde, dann wäre natürlich sofort aus. Nicht so, aber in unserem Gehirn. Wenn eine Nervenzelle fehlt, bekommen wir das natürlich überhaupt gar nicht mit. Wenn viel mehr fehlen, bekommen wir das auch gar nicht mit. Und ich weiß nicht, wie lange der Abend hier heute noch geht. Macht nichts. Es macht nichts, ein paar tausend Nervenzellen am nächsten Morgen weniger zu haben. Das war jetzt keine Einladung für einen besonders feuchtfröhlichen Abend. Aber das sind natürlich Verarbeitungsprinzipien, die wir auch gerne für unsere Computer der nächsten Generation haben möchten. Denn es ist ja nicht so, wenn ich hier in meinem Rechner, oder es ist ja gar nicht meiner, wenn ich da ein Kabel durchtrenne, dann
ist es nicht mehr ganz so farbig oder es fehlt da unten die letzte Ecke oder es sind Rechtschreibfehler drin, ne? Sondern es geht halt gar nichts. Es geht überhaupt nichts mehr. Diese Rechner sind, wie soll ich sagen, ein heißer Kandidat, wenn es darum geht, ist es möglich in der Zukunft, wenn die Systeme immer komplexer werden, dass so etwas wie Maschinenbewusstsein entsteht? Bitte fragen Sie mich nicht, was Maschinenbewusstsein sein soll. Aber es gibt eine Theorie, die ist gerade in aller Munde von Tononi und die besagt, runtergebrochen in ein, zwei Sätzen vielleicht, dass es ganz wesentlich auf die Art der Vernetzung ankommt. Also ein System, was aus vielen, vielen Elementen besteht und einen hohen Vernetzungsgrad hat, dieses System hat einen höheren Grad von Bewusstsein. Und das ist absolut nicht mein Forschungsbereich, aber es scheint nicht plausibel zu sein, wenn es um den Grad der Vernetzung geht, dass das etwas zu tun haben sollte mit dem physikalischen Substrat. Ob das jetzt Nervenzellen sind oder etwas anderes, sollte erstmal egal sein. Sehr viel bodenständiger interessiert, beginnt jetzt auch die Industrie sich zu interessieren für diese eben biologisch plausibleren Lernverfahren, Neuroroboter. Und war der Titel von einer Zeitschrift vor kurzem. Mehr Hirn für Roboter hat diese Zeitschrift gefordert. Die waren bei uns zu Besuch und fanden das ganz spannend. Wir müssen uns natürlich auch bewusst sein, dass all das, was wir machen, wenn das denn hoffentlich zum Erfolg führt, dass das natürlich auch Auswirkungen hat auf den Arbeitsmarkt. Und Sie kennen alle diese Diskussion und die entsprechenden Überschriften. Ich habe noch einen anderen Spiegeltitel mitgebracht, der ist schon ein bisschen älter und der sieht so aus. Ja. Wir wissen alle, dass das, was links dargestellt ist, definitiv nicht eingetroffen ist. Es ist genauso wenig eingetroffen wie so etwas wie das papierlose Büro. Wir wissen nicht, ob sich die Story, niemand weiß es, ob sich die Story wiederholt jetzt im Fall der Robotik. Aber man muss nicht unbedingt schwarz malen. Es werden bestimmt viele, viele Jobs nicht mehr geben. Aber die, denke ich, begründete Hoffnung ist, dass andere Jobs entstehen werden, vielleicht sogar deutlich mehr. Es gibt auch sonst natürlich eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Auswirkungen und das müssen jetzt nicht immer Roboter sein, das können auch andere Geräte sein mit künstlicher Intelligenz. Schauen Sie sich zum Beispiel dieses Bild an, das ist ein bisschen ein anderes Thema, Papstwahl aus dem Jahr 2005. Und aus dem Jahre 2013. Ja, das Verhalten der Menschen wird ganz entscheidend verändert durch solche Geräte. Das erste iPhone kam, glaube ich, 2007 auf den Markt. Hier rechts unten sehen Sie einen Early Adopter. Ich weiß nicht, ob man sich erinnert, das waren diese Aufklapp-Handys. Ich weiß, die Person möchte vielleicht gar kein Foto machen. Wahrscheinlich konnte man gar kein Foto machen mit dem Gerät. Es ist einfach nur telefonieren. Aber das hat sich halt radikal geändert. Und hier ist ein weiteres Beispiel. Ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Aber man hat Befragungen durchgeführt mit Kindern. Und die haben sofort gesagt, naja, Die schaut doch zu mir her. Ja. Mir zumindest ging es so, ich muss erst mal überlegen, ja, warum die, das ist ja, irgendwie ist das ja falsch rum. Und, aber gut, damit bin ich fast am Ende. Ich wollte Ihnen einen kleinen Einblick geben in einerseits meine Arbeit und auch versucht, Ihnen ein bisschen anderen Zugang vielleicht zu geben, als was man sonst immer hört über diesen ganzen KI-Hype. Ich würde gerne noch ein kleines Experiment mit Ihnen durchführen. Sie können sitzen bleiben, tut nicht weh. Ich würde Sie bitten, dieses Bild sich ganz gut einzuprägen.
und das mit diesem Bild zu vergleichen. Wer sagt denn, dass diese beiden Bilder verschieden waren? Das sind ungefähr 25. Jetzt zeige ich Ihnen ein anderes Paar von Bildern und die gleiche Aufgabe. Da dieses Bild und jenes Bild. Sie lachen und das zu Recht, aber die beiden Bilder aus dem ersten Bildpaar waren viel verschiedener als diese zwei Bilder. Sie waren so verschieden, wie zwei Bilder eben nur sein können, wenn man einfach den Grauwert kippt. Da, wo ein schwarzes Pixel war, war beim zweiten Bild ein weißes und andersrum. Mathematisch gesehen können zwei Bilder nicht verschiedener sein als die beiden, aber wir, also 25, konnten das jetzt richtig sagen. Vielleicht hat der eine oder andere ja geraten. Was sagt uns das über unser visuelles System? Es sagt uns zum einen, dass unsere Wahrnehmungsapparate dass das keine General-Purpose-Devices sind. Das ist eben keine Videokamera, die wir im Kopf haben. Wir können anscheinend mit bestimmten Bildern sehr, sehr viel besser umgehen als mit anderen. Und das wird noch verschärft dadurch, dass wenn man jetzt im Computer sich Bilder generieren lässt, die allermeisten Bilder werden aussehen, so wie die von dem ersten Paar. Also wenn Sie ein Zufallsexperiment laufen lassen würden, dann müssten Sie ganz schön lange warten, bis ein Bild vorbeikommt, wo Sie sagen, okay, ich erkenne etwas, das ist ein bestimmtes Objekt. Das liegt natürlich daran, dass hier bei uns auf der Welt bestimmte physikalische Gesetze gelten. Es gibt Sätze wie Schwerkraft, es gibt Beleuchtungsbedingungen, es gibt überhaupt Objekte, und sodass ich dann eben sprechen kann von einer Oberfläche von Objekten. Und die Oberfläche von Objekten, Sie können sich auch hier umschauen, es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass zwei benachbarte Bildpunkte den gleichen Grau- oder Farbwert haben. Ja, also schauen Sie sich hier oben. Gut, da müssen wir ein bisschen Tiefpass filtern. Aber die Wand ist halt braun, hellbraun. Und das Gehirn macht sich das zunutze. Und das verbindet jetzt ein bisschen zurück zu, was ich gesagt habe über diese neuromorphen Computer. Die Nervenzellen, die das Gleiche sehen wie ihr linker und rechter Nachbar, die feuern gar nicht, weil das keine Information darstellt für die Weiterverarbeitung. Es müssen nur die Neurone feuern, wo es eben nicht mehr hellbraun ist. Also das heißt hier an der Kante. Also die Neurone, und das hat man auf der einen Simulation gesehen, mit dem simulierten Roboter in dem simulierten Raum, mit dem simulierten Experiment. Die Neurone, die sich diese Kante anschauen, diese schwarze Kante hier in der Wand, die feuern, aber eben nicht all die, die auf diese vergleichsweise homogene Fläche gucken. Und das ist ein Prinzip, das in ganz anderen Bereichen bereits genutzt wird, nämlich bei so etwas wie MPEG-Codern. Das Prinzip des Predictive Coding, wo man eben genau nur die Informationen übermittelt, wo sich etwas ändert, die also eben die im Widerspruch steht zu der Hypothese, die man gerade verfolgt. Und Hypothese wäre dann eben, Oberflächen von Objekten haben erstmal den gleichen Farbwert. So, das ist also ein weiteres Beispiel, was jetzt eben bereits in ganz anderen Bereichen zunutze gemacht wurde. Und ich könnte diese Liste jetzt ganz lange fortführen mit Experimenten mit Ihnen machen, die zeigen, welche ganz erstaunlichen Leistungen wir vollbringen und sind uns dessen gar nicht bewusst. Und das ist eines der Ergebnisse von über 50 Jahren Künstliche Intelligenzforschung. Das nämlich die Sachen, wo man dachte, also das ist jetzt wirklich eine schwere Nuss und deshalb muss man sich jetzt an so etwas wie Schachspielen wagen, dass das ganz wenig vielleicht eben mit der Form von Intelligenz zu tun hat, wie wir sie tagtäglich praktizieren und dass es dagegen andere Sachen sind, die wir vollkommen mühelos machen. Man erinnere an den Wettbewerb in den USA, die uns für ganz erhebliche Probleme stellen. So, an dieser Stelle würde ich gerne enden, damit wir noch viel Zeit haben für eine anschließende Diskussion und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.